Herzlich willkommen zu diesem Passat B8 Video. Wie versprochen geht es rein ausschließlich um den Diesel und warum man dieses Auto kaufen sollte. Also bleib auf jeden Fall dran. So, schön, dass du dran geblieben bist. Also, Passat VW B8. Ihr wisst, ich bin nicht der größte VW-Freund, aber hier, ich sage das in den anderen Videos immer, klar, wer braucht so ein Auto? Vielfahrer. Familien, die halt, ich sag mal, über 12.500, 15.000 Kilometer fahren, solltest du auf jeden Fall einen Diesel nehmen. Warum? Rechnest du die einfach aus. Unten in den Hyperlinks ist ein Link dabei zu autokostencheck.de. Da kannst du mal so ein bisschen rauf und runter spielen. Was kostet mich ein Benziner? Was kostet mich ein Diesel? Und sobald du viel fährst, lohnt sich das. Ja, im August 2022, ich kann selber in die Spritpreissäule da gucken und das ist teuer, das habe ich verstanden, aber nichtsdestotrotz. Es ist einfach auch ein angenehmeres Fahren auf viel Strecke. Aber wir wollten uns hier vor allem Passat B8 Video, GTE, Benziner oder Hybrid haben wir ja schon gedreht. Hier geht es rein um die Schwachstellen vom Diesel. Also komm mal mit, zeige ich dir. Also, es geht schon mal damit los, was ich nämlich jetzt gerade auch nochmal gecheckt habe. Es gibt manchmal so Momente im 180-Punkte-Check, wo wir alles gemacht haben und dann lieferst du morgen aus und dann denkst du, oh Gott, haben wir das wirklich angeguckt? Haben wir das wirklich gemacht? Weil aus dem Thema, oh Gott, ich mache mal die Abdeckung hier an die Seite. Aus diesem, oh Gott, kommt natürlich, wenn der Zahnriemen hier noch nicht gemacht ist bei 120.000 Kilometer oder entsprechendes Alter, dann wird es richtig teuer. So, wenn ich das heute noch nicht gemacht habe und morgen ausliefer, habe ich echt heute ein Problem. Also Spaß beiseite, haben wir natürlich geguckt, gemacht, Häkchen ist drin, vom VW-Händler auch durchgeführt worden, alles cool. Also aufpassen beim Autokauf, die modernen Autos haben teilweise auch wieder Zahnriemen oder vice versa. Und damit kommen natürlich regelmäßig größere Kostenblöcke auf dich zu. Ist jetzt keine Schwachstelle, ist aber natürlich das, was euch interessiert, wo fallen da Kosten an? Also hat der Verkäufer keinen Beleg dazu, dass hier der Zahnriemen gemacht ist, solltest du als Familienvater schnell flüchten. Und nicht weiter gucken. Ja? Also schaut bitte gleich hier vorne rein, schaut bitte gleich ins Serviceheft und nicht irgendwelche Ützelkrützel, Häkchen und irgendwie kein Beleg dazu, sondern da gehört wirklich ein VW-Händlerstempel rein oder ähnliches. Und selbst dann haben wir schon erlebt, muss man es überprüfen. Gut, also hier ist auch schon dran gearbeitet worden, alles cool. Dann braucht ihr eine richtig, richtig gute Taschenlampe und dann müsst ihr da unten rechts und links überall reinleuchten. Ihr müsst wissen, ob dieser Motor trocken ist, weil da hat er echt den Frosch die Locken weg. Da kommen Kosten auf euch zu, logischerweise, wenn Dichtungen undicht sind. Wir haben hier die 240 PS Variante, was mich natürlich morgen zur Überfahrt sehr freut. Nein, Spaßseite. Es wird noch ein VW T6 gleichzeitig mit ausgeliefert. Das heißt, Justin und ich fahren in Flotte dorthin. Ganz gemütlich und wir wollen natürlich auch unser Budget entsprechend sparen. Und sparen ist hier genau das richtige Thema. Du kannst hier richtig, richtig Geld sparen. Die Motoren sind extremst effizient. Also ich bin da wirklich TDI, VW, bin ja absoluter Freund von. Wenn es dann halt kein Ford Mondeo zum Beispiel werden soll, dann halt gerne auch mal ein Passat. Nein, also da gerne nach Gusto. Natürlich, das Auto hat eine riesen Ausstattung. Was wir aber hier als Problemkind haben, ist der Turbolader. Und bei 240 PS, und das sieht man, das eine oder andere ist hier schon ersetzt worden über die Laufzeit von 120.000 Kilometer. Hier sieht man eine unterschiedliche Verarbeitung der entsprechenden Lambda-Sonden, die hier dranhängen und ihre Werte messen. Und dann haben wir eben entsprechend hier öfters mal halt Ölaustritte, Nebengeräusche und dann wird es halt teuer. Natürlich ist das hier relativ bequem auszubauen, das muss man wirklich sagen, das haben sie super konstruiert. Wie gesagt, das ist auch das Brot und Butter-Ding von VW, wenn sie das nicht hinkriegen, dann ist echt Feierabend. Ja. Genau, also da musst du natürlich auf solche Dinge achten. Dann ganz klar, auch gerne mal dran riechen. Ja. Der ist jetzt ein bisschen in Kurzstrecke, hat er jetzt hier bei uns verbracht. Dann habt ihr natürlich bei 240 PS Luftladekühler und so weiter. Also guckt euch hier wirklich alles an. Nehmt jemand mit, der da wirklich Ahnung von hat und nicht nur so ein gefährliches Halbwissen oder er hat früher mal ein Autohaus. Ja, du hattest früher mal ein Autohaus, deswegen hattest du eins, weil das wahrscheinlich nicht erfolgreich war. Also von daher bitte, bitte jemand mitnehmen, der Ahnung hat. So, und dann muss da halt tief, tief reingeschaut werden. Wenn ihr keine Hebebühne habt, bitte das Endoskop unten in der Videobeschreibung ist das drin kaufen. Dann könnt ihr mit dem Endoskop hier überall bequem rein. Von oben könnt ihr euch anschauen, ob irgendwelche Kühlflüssigkeits- oder Flüssigkeitsaustritte am Motor da sind, weil damit es halt schnell teuer. Genau, also dann haben wir das schon mal geklärt. Dann haben wir typisch Diesel, die typischen Problematiken eines Diesels.
Nee, ich baue den jetzt nicht auseinander, der muss morgen ausgeliefert werden. Das heißt, wir haben hier Injektoren und die Injektoren über eine gewisse Laufzeit gehen zu. Das bedeutet, ihr müsst auf jeden Fall, guckt da auch unten in die Beschreibung rein. Heute sind wir sehr viel in der Beschreibung, aber es ist wirklich wichtig, dass ihr die Sachen bis zu Ende prüft. Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen, Fehlerspeicher auslesen. Und bitte, liebe Leute, lasst euch nicht blenden. Auch andere Leute können Kali kaufen und dann löschen die euch die Fehlermeldung. Ihr macht das beim Stand, ne? Habt Motor nicht, habt keine Probefahrt gemacht. Vor und nach der Probefahrt, ja, richtig gehört, vor und nach der Probefahrt den Fehlerspeicher auslesen, weil auch da kann man schön in der Gegend rummanipulieren, ja. So, ich finde immer noch Dreck. So, also, das mal dazu. Hat jetzt keine Schwachstelle, aber ist einfach oft, also ist eine Schwachstelle mit den Injektoren, aber ist oft erkannt, dass da halt rummanipuliert wird. Dann habt ihr natürlich hier, klar, offensichtlich diverse Schläuche, sehr ausreichend, ja, und da muss man eben entsprechend schauen, dass man hier wirklich alles überprüft hat und hier wirklich keine Flüssigkeiten rausgehen. Also ihr hört raus, Flüssigkeiten, Flüssigkeiten, Flüssigkeiten. Dann habt ihr natürlich, wenn ihr mit dem Motor fertig seid, da könnt ihr nicht wirklich viel machen, außer auslesen über den Kali-Adapter, wie geht es dem Getriebe, sind da irgendwelche Fehlermeldungen drin. Wir machen das mal hoch, dann haben wir den Schall vom Dominik ein bisschen weg, der telefoniert ganz engagiert mit dem Kunden und versucht ihn gerade davon zu überzeugen, kein Fiat zu kaufen oder sowas Fiat-ähnliches mit amerikanischen Wurzeln, weil das ist doppelt schlimm, aber kriegen wir auf jeden Fall auch hin, den Suchauftrag. Ja, also hier ist es tatsächlich so, DSG-Getriebe, DSG-Getriebe, DSG-Getriebe. Das ist super, super angenehm, aber bitte, bitte lasst euch den Wartungsintervall hinlegen. Wenn der Wartungsintervall nicht eingehalten ist beim DSG, dann kann es echt schnell richtig teuer werden. Und da, ja, das geht dann halt in die Tausender. Und da gibt es tolle Reparaturbetriebe, also man kriegt das auch alles wieder instand gesetzt, aber wäre halt ärgerlich, du kaufst dir gerade sowas, fährst 5000 Kilometer und machst bumm, das wäre ärgerlich, deswegen, der hat einen Wartungsintervall, ich meine 60.000 oder 80.000, dann sollte das immer getauscht werden, das Getriebeöl. Guckt, dass er irgendwie bei VW das hinkriegt, das mal zu erfragen, wie viele Probleme das Auto da hatte. Und dann ist es echt ein cooles Auto. Wir haben ja schon genügend über die Schwachstellen sonst vom Passat gesprochen. Hier insbesondere Assistenzsysteme und Elektronik. Aber ansonsten sind es einfach Langstreckenbrummer. Also ich habe damals bei DM Drogeriemarkt gearbeitet. Paul, falls du das siehst, hallo. Paul und ich durften immer sehr viel nach Österreich fahren, nach Salzburg, von Karlsruhe aus. Sind mit dem Passat gefahren und es ist wirklich, du steigst da aus und denkst, yeah. Ich bin gerade erst losgefahren, also es ist ein sehr, sehr bequemes Auto, kann man überhaupt nichts sagen. Auf der anderen Seite, es gibt Alternativen dazu, die weniger Probleme haben und die sollte man nicht außer Acht lassen. Von daher, da bitte zuhören und entsprechend recherchieren, was es für Alternativen für dein Budget noch geben kann. Ansonsten haben wir natürlich diverse Rückrufe beim Diesel, leider. Das heißt, du solltest schauen, dass der schon den Rückruf hat und du solltest definitiv den Vorbesitzer ausquetschen, wie er denn jetzt so fährt. Ne, ob es Ruckler gibt oder Aussetzer, ob es da Probleme nach dem Software-Update gab. Da sitzt der Kollege, Steuergerät, ne? Das war kein richtig gutes Deutsch. Egal, also das ist das Steuergerät, da ist das neue Software-Update draufgekommen. Von außen sieht man nicht viel, also da braucht man ein kleines Schreiben oder im Serviceheft ist gestempelt worden. Muss entsprechend dokumentiert sein, weil wenn du das Auto zulässt und das Amt kriegt es mit, dass der noch kein Software-Update hat, kriegst du gleich eine Stilllegungsmitteilung und kannst gleich wieder losrennen zum VW-Händler und kannst dir ein Software-Update drauf machen lassen und kommst dann vielleicht in irgendwelche Probleme, die du gar nicht haben wolltest. Also von daher, da ist beim TDI drauf zu achten an der Stelle. Genau. Klappe zu, Affe tot. Wenn du jetzt noch dran bist und sagst, ja, alles cool, alles verstanden, aber ich habe weder das Know-how, oh, die Abdeckplane müssen wir noch drauf machen, weder das Know-how, noch die Ahnung, noch in irgendeiner Form die Lust, mehrere Autohäuser, Autohändler, Privatpersonen anzufahren, mit dem Endoskop da rumzumachen, dann ist der Suchauftrag genau das Richtige für dich. Start deinen Suchauftrag unter www.racetogo.de/Suchauftrag. Dann nehmen wir dir alles ab und kümmern uns komplett um deinen Autokauf und vor allem, du bekommst Beratung, Beratung, Beratung. Was ist das passendste Auto für deine individuellen Anforderungen? Was ihr in den Kommentaren jetzt hier auf YouTube nicht machen müsst, ja, aber der hat überhaupt keine Ahnung. Glaubt mir, wir beraten mehr und mehr wirklich, welches Auto passt. Und wenn ihr kommt und sagt, ich will aber dieses Auto haben, wir hören aber raus, ey, du fährst viel zu wenig, du brauchst keinen Diesel, nimm bitte einen Benziner. Wie, du ziehst ein Riesenboot, da reicht dir die Anhängelast von dem Auto nicht. Ach so, wusste ich gar nicht. Lauter so Punkte werdet ihr von geschützt, sodass euer Budget immer passend zu den Anforderungen ist. Und dann ist das einfach eine wunderbare Geschichte. Wenn du dazu Fragen hast, nimm gerne hier Kontakt mit uns auf. Unter der eingeblendeten Telefonnummer, dann beantworten wir deine individuellen Fragen und dann können wir gerne in den Suchauftrag losgehen. Genau,
Das dazu. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat und du sagst, Mensch, bei meinem Diesel-Passat war noch alles Mögliche, dann ganz, ganz wichtig, schreib es unten in die Kommentare, dass die anderen davon profitieren. Die Schwachstellen, die bei so einem Passat B8 Diesel auftreten können. Check mal die anderen Videos auf dem Kanal. Vielleicht ist ein oder andere Auto dabei, das dich auch interessiert. Und dann können wir schon mal präzise beim Suchauftrag loslegen. Ansonsten, Like da lassen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video. Mein Name ist Tom. Ciao, ich freue mich auf die Auflieferung.